Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, die nächste Runde bzw. die zweite Ausgabe der Celebration startet jetzt am Freitag, den 16. Februar. Und ich würde euch gerne die neuen Produkte vorstellen und da legen wir gleich mal los. Drei neue Produkte. Und zwar einmal, man sieht hier so ein kleines bisschen auf der Broschüre. Einmal haben wir hier, ich zeige euch einfach die Produkte, das ist einfacher. Einmal haben wir ein neues Stempelset. Das nennt sich Vielseitige Grüße. Da sieht man hier so eine Karte. Ich höre gerade, die Alarmanlage draußen geht gerade an. Unsere Hunde sehen irgendwas und da wird ordentlich Alarm geschlagen. Einmal sieht man hier so eine Karte, was ich total süß finde, ist insbesondere dieser Kreis hier. Weil da kann man diese Konfetti-Art in groß so ein bisschen nachmachen. Ich werde euch damit auch relativ fix was zeigen, weil ich eine neue Reihe beginne jetzt am Wochenende. Und zwar wird es da um besondere Kartenformate gehen. Und da kann ich das gleich mit nutzen. Aber es ist viel Kleinkram mit drin für eben Hintergründe zum Gestalten. Es sind zwei solche Stempel, die so ein bisschen aquarelllastig sind, sage ich mal. Was im Moment ja total hip und toll ist. Es sieht halt einfach auch sehr schön aus. Es ist noch ein Dankeschön mit drin und ein Beste Wünsche mit drin, kann man immer gut gebrauchen. Das ist das eine. Das ist ein Celebration Gratis-Produkt der Stufe 1. Das bedeutet, wenn ihr einen Bestellwert von 60 Euro habt, dann könnt ihr euch aus der Stufe 1, also so etwas hier, aussuchen. Das ist das eine. Die lege ich mal beiseite. Das zweite, ich nehme jetzt mal das andere Stempelset, nennt sich Blumenkorb. Da hat man hier einmal tatsächlich so einen großen Blumenkorb. Es sind zwei Sprüche mit drin. Immer für dich da, mehr als Worte, weil Blumen sagen mehr als Worte. Da ist noch so ein kleines Zettelchen mit bei und ein Schmetterling. Das sind übrigens beides Gummistempelsets. Und das hier bekommt man nicht alleine, sondern das ist ein Produktpaket. Ein Produktpaket zusammen mit einem Tiefenprägefolder, nämlich so ein Korbgeflecht. Ich zeige euch das mal so. Ich glaube, so kann man das etwas besser sehen. Und das sieht man dann wiederum auch hier ganz gut, dass dort solche Strukturen bei rauskommen. Tiefenprägefolder, dran denken, die sind etwas dicker. Man braucht im Gegensatz zu den normalen, zu den dünnen Prägefoldern nur eine Acrylplatte bei der Big Shot. Und um ein richtig schönes, tiefes Ergebnis zu bekommen, sollte man das Stück Papier, was man prägen möchte, vorher ganz leicht benetzen mit Wasser, zum Beispiel mit einem Stempel Spritz oder mit so einer Blumenspritze. Allerdings mit der Blumenspritze etwas weiter weggehen. Die sind nicht so fein wie ein Stempel Spritz. Diese beiden Produkte zusammen ergeben ein Produktpaket. Und weil das ein Produktpaket ist, gehört das in die Gratisprodukte der Stufe 2. Das bedeutet, man braucht, um sich das aussuchen zu dürfen oder zu können, einen Bestellwert von mindestens 120 Euro. Sonst klappt das nicht. Aber also ich denke, das lohnt sich wirklich und das passt auch super schön zusammen. Ich habe schon Projekte damit gesehen, sieht ganz fantastisch aus. Und als letztes, und da freue ich mich besonders drüber, Designpapier. Und zwar besonderes Designpapier. Weiß, nur einseitig bedruckt. Das ist deutlich dicker als das normale Designpapier. Und da sind 12 Blatt drin, je 3 Blatt in 4 unterschiedlichen Designs. Hier hat man Punkte und das ist kein Gold. Und da bin ich besonders dankbar drum, weil... Also zu manchen Anlässen mag ich Gold sehr, aber meistens mag ich Gold nicht so sehr. Das hier ist aber so ein Rosé-Kupferton. Also für Kupfer ist es zu hell,
Für Gold passt es überhaupt nicht. Das ist so leicht roséartig. Sieht wunderschön aus. Das ist eine Design. Hier haben wir Gold und Silber zusammen. Natürlich kann man auch zu allen möglichen Gelegenheiten, was sich natürlich extrem anbietet, ist zu Hochzeiten, weil das sieht so schön edel aus. Ganz schick. Auch da sind drei Blätter von enthalten. Dann haben wir einmal ein Streifenmuster in Silber. So etwas gibt es bei dem Designpapier Geburtstagssoiree auch, allerdings grün mit Silber. Das sieht sehr ähnlich aus. Ich glaube, das Grün mit Silber ist noch etwas enger. Sowas ist natürlich zeitlos. Gerade in Weiß und Silber, das kann man immer hinterlegen und gibt bestimmt einen ganz, ganz tollen Effekt. Und das letzte ist wieder dieser Rosé-Gold-Ton-Kupferartig mit so ein ganz kleines bisschen Gold zwischendrin und in den Blütenstempeln. Sieht wunderschön aus und ich glaube, ob nun in Verbindung mit Karten oder auch in Verbindung mit Verpackungen, sieht das extrem edel nachher aus. Ich werde da mit Sicherheit jetzt, oder ich hoffe sehr, am Wochenende zu kommen, ein bisschen mitspielen mit den beiden anderen Sachen auf jeden Fall und mal schauen, ob ich das hier mit unterkriege. Was ich ganz interessant fand, ich lasse das Papier mal eben hier liegen, auf der Celebration-Broschüre sieht man das Papier auch, nämlich hier, und da ist das ausgeschnitten. Das heißt, das kann man natürlich auch ausschneiden, da braucht man nur lange für. Aber es sieht ausgeschnitten natürlich wunderschön aus. Und zudem ist diese Blume hier, hier das Ausgeschnittene, auch noch koloriert. Ich würde sagen, schwer zu sagen, ob das mit einem Aquapainter koloriert ist oder mit Stampin' Blends. Schwer zu sagen, aber auf jeden Fall ist die Blume dann nochmal koloriert. Sieht echt richtig, richtig toll aus. Aber ich glaube, auch wenn man das so verwendet, sieht es immer noch schick aus. Ja, die Broschüre könnt ihr euch auf meiner Homepage schon runterladen. Meine Homepage lautet www.die-papiertante-nf.de. Dort könnt ihr euch die schon anschauen. Hier sind auf der Seite nochmal die Produkte aufgelistet, die es im Moment natürlich auch noch gibt, nämlich die aus der ersten Runde. Und dann kommen die drei neuen Produkte und auch nochmal entsprechend Ideen, was man da noch so mitmachen kann. Hier genau das Gleiche. Und hier hinten drauf sind nochmal die restlichen Produkte aus der ersten Runde Celebration. Ab dem 16. Februar gelten dann die ganzen Produkte. Im Moment sind es nur die kleinen. Und ich habe mir überlegt, wir haben Halbzeit. Und vom 16. bis zum 28. Februar habe ich eine kleine Extra-Aktion mit eingeführt für alle, die eine sogenannte qualifizierte Bestellung abgeben, nämlich eine Bestellung ab 60 Euro. Da qualifiziert man sich dann nämlich für die Celebration Gratis-Produkte. Schaut einfach mal auf meiner Homepage unter Kataloge, dort habe ich das eingefügt. Ihr könnt aber auch hier unten in der Infoleiste den direkten Link auf diese Seite anklicken. Dort findet ihr dann meine Aktion, die ab dem 16.02. auch gilt und wie gesagt bis Ende des Monats. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, freut euch auf die tollen neuen Celebration-Produkte. Ich finde sie total klasse. Ich werde auch mit Sicherheit relativ zügig damit anfangen zu arbeiten, insbesondere mit dem hier. Das finde ich echt toll für Hintergründe. Ich muss da ein bisschen mit spielen, aber ich glaube, das wird ganz, ganz toll. Und zum Wochenende hin kommen dann kommt erstmal ein neues Video, wo ich euch die Kartenformate vorstellen werde, die ich euch dann im Laufe der nächsten 2 bis 3 Wochen zeigen werde. Ich werde mich mühen, dass ich das relativ schnell durchbekomme. Was ich besonders toll daran finde, mit diesen neuen Kartenformaten kann ich euch ganz, ganz viele der tollen Produkte aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog noch zeigen, wo ich bisher noch gar nicht zu gekommen bin. Das ist noch so ein, ja, für mich persönliches kleines Sahnehäubchen, dass ich das gut verbinden und kombinieren kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß, wenn ihr dann vielleicht schon in der nächsten Woche euer neues Spielzeug erhaltet und da ein bisschen mit rumprobieren könnt. Und bis zum nächsten Video und bis dahin. Ciao, ciao!